schon mal passieren. Jetzt zum Zahnarzt. Und mein Kameramann ist nicht da. Der ist selber woanders am Drehen. Und deswegen, ich suche Kameramann aus dem Raumumfeld. Guten Morgen, ich bin noch nicht wach. Aus dem Umfeld Hamburg, Kameramann und Cutter. Wer Interesse hat, darf sich gerne melden. So, hier ist mein wunderschönes Auto. Ja, wie ihr seht, seht ihr gar nichts. Ihr seht's. Vereist. Geil, oder? Der Zahnarzt. Ich komme Hollywood-Matze-mäßig zu spät. Habe mit mir Geduld. So ein kleines Fenster habe ich hier. Das Witzige ist, dass ich von zu Hause mit der Kaffeetasse mitgefahren bin. Oh, der ist auch ein bisschen leer, aber der ist noch drin. Ich kann ihn noch trinken. Der war kalt. Ich weiß nicht, ob noch Maskenpflicht ist. Vielleicht für euch besser, damit ihr das grässliche Gesicht nicht sehen müsst. Weil ich so pünktlich war, habe ich nicht mal eine Unterbüchse gezogen. Leute, jetzt bin ich hier beim Zahnarzt. Wie gesagt, mein Kameramann hat heute was anderes zu tun. Und da ist die liebe Frau Ries. Hallo, morgen. Die mich behandeln wird. Da ist mein kaputter Zahn, meine Brücke. Und hier nochmal zum fast pünktlich. Ich habe um 9 Uhr einen Termin. Ein bisschen Bescheid. Betäubung kommt. Ja. Spritzen Johnny. Spritzen Johnny. Ja, Leute, jetzt ist die Brücke ab und schon gebohrt. Wir wissen immer noch nicht, ob Wurzelbehandlung oder nicht. Aber was sie mir netterweise gesagt hat jetzt, das ist auch witzig, aber das ist halt normal. Aber es kann hinterher Schmerzen haben. Es muss nicht, es kann. Es ist ganz lieb, dass du mir das vorher gesagt hast. Gut, ne? Aber wir werden es überleben. Auch wenn wir Schmerzen haben, Hauptsache wir haben einen gesunden Zahn. Das war's beim Zahnarzt. In 14 Tagen habe ich wieder einen Termin. Und dann gucken wir, ob der Zahn überlebt hat. Und wenn er nicht überlebt hat, dann wird's richtig spaßig. Dann muss ein Implantat rein. Und ich spreche wie ein Gelähmter. Die ganze Seite ist taub. Also die Betäubung hast du gut gemacht. Frau Ries, haben Sie gut gemacht. Läuft schon? Schubidui! Ich mache jetzt eine Anmoderation. Zurück zu den Wurzeln. Einige haben geschrieben, kochen und pumpen wollen die Matze sehen. Mich wollt ihr sehen? Das danke ich euch dafür. Die Studios sind jetzt gerade voll. Die Trainer schießen aus dem Boden wie Pilze gerade im Moment. Alle sind Personal Trainer und Coaches. Am Anfang des Jahres immer, die Studios sind voll. Deswegen habe ich gedacht, gehe ich zu meinem Freund André. Weil heute habe ich euch versprochen, mache ich ein Beintraining. Hier könnt ihr mich auch sabbeln hören. Hier läuft nämlich keine Mucke und hier sind nur ich und noch jemand. Und das war's. Hier ist es nicht voll. Und man hat hier seine Ruhe und kann Blödsinn machen. Eigentlich eine Spagatmaschine. Und die hier ist auch richtig geil. Vom Winkel her. Also kann ich hier meine Beine richtig mal trittieren, sagt man, wa? So, Erna will auch ein Beintraining machen. Wir machen ihn erstmal warm. Er hat da Krümel gefunden in der Tüte. Guck mal, er ist da richtig beschäftigt. Odin, hast du was? Die Tüte hat er schon rausgeholt. Da seht ihr, warum meine Masse so gut ist, weil ich zwischendurch auf dem Schiff sitze. Matze 10 bei Gigas Nutrition, wisst ihr Bescheid. Da probiere ich zweibeinig den ganzen Turm gleich. Hoffentlich schaffe ich den. Große Fresse und nichts dahinter. Letztes Mal waren meine Beine so dick, dass sie nicht mehr gepasst haben. Puh.
Schwer, um die sauber zu machen, muss man nicht so viel nehmen. Dann gehen wir gleich ins andere Revier. Wieso ist das so? Ich muss sagen, du musst doch den Hebel besser, ne? Mal Erna richtig mit dem Kopf Hypnose macht sie. Erna? Bist du noch da? Bist du noch anwesend? Oh, hier muss ich die Bandage nachmachen. Da sieht man, was die Schwäche ist bei meinem Mann. Guck mal, was ich da nur Gewicht nehme. Viel mehr schaffe ich da auch nicht. Und was ist das? Der Vorderschenkel geht ja, aber hier ist fast nichts. Da müssen wir dran arbeiten. Jetzt noch mal schwer und richtig, hoffentlich. Alter! Arsch abwischen. Alter, stinkt. Nicht schlimm, Erna. Die hat gleich gezuckt, ey. Ich darf hier zu einem Boden wischen. Die falsche Tür wieder. Was hast du denn vor? Ich muss, Erna, komm. Ich muss Kackerbett machen, deine Kacker. Erna, hast du schöne Kacker hier? Alter, da musst du sie so dringend, jetzt weiß ich, warum sie an der Tür stand. Kannst du nicht für, Erna. Nee. Ist auch geil, ich habe oben Wasser, Leitungswasser oder so. Und jetzt, weil ich zu faul war oder nicht dran gedacht habe, muss ich dir mal einen Shake mit Kohlensäurewasser, mit Medium. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, ist Erdbeer, glaube ich. Oder Erdbeer, Strawberry, Joghurt, glaube ich. Erna muss kacken, die sucht eine Stelle. Der Durchfall? Nee, halb. Ein Schokopudding. Ich trinke den Shake und sie machen Schokopudding. Mit Kohlensäure? So semi. Ja. Aber richtig sehen. Oh. Das hat nichts mit GN-Produkten zu tun, das ist einfach wegen Kohlensäure. Das könnt ihr euch sparen mit Kohlensäure, merkt euch das. Prima. Eine süße Mahlzeit. Jetzt mache ich die Abmoderation beim Autofahren hier. Das ist die Abmoderation. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Däumchen da und nächste Video wird wieder Kochen sein. Kochen, fressen. Und Erna. So, in diesem Sinne sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss und Peace und raus. Hey! Machst du diese Galerie? Ach, für Bau. Ey, ich will das einfach